am Ablauf die Startnummer 7, Statter Daniel S. Tiroldi. Am Ablauf die Startnummer 20, Kupke Björn S. Genickelhütte Aue. Nächster Springer im Ablauf mit der Startnummer 15, Unglaube Max WSV 1923 Bad Freienwalde e.V. Erster Stockerlplatz geht an Kenny Schönfelder, SSV Geier, Skiverbände Sachsen. Platz 2 in der Gesamtwertung, Johann Unger, VSC Klingenthal, Skiverbände Sachsen. Und Gesamtsieger der S14 in der abgelaufenen Saison 1920, Max Unglaube, WSV 1923, Landesskiverband Brandenburg. Man höre und staune. Wir beginnen jetzt mit dem Platz 6, Kaiser Pirmin, WSV Oberaudorf. Mit dem Platz 5, Schönfelder Kenny, SSV Geier. Bitte. Mit dem Platz 4, Haubenreißer Joel, SV Meschstetten. Und aufs Podest, Platz 3, Gstatter Daniel, SC Ruffolding. Platz 2, Kupke Björn, SG Nickelhütte Aue. Und der Sieger, Unglaube Max, WSV 1923, Bad Freienwalde e.V. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Am Ablauf die Startnummer 18, Schönfelder Kenny. Statter Daniel S. Ruppolding. Der Startnummer 22, Unglaube Max, WSV 1923, Bad Freienwalde.
Auf Platz 3, Schönfelder Kenny, SSV Geier. Auf Platz 2 haben wir den Gstaadter Daniel vom SC Ruppolding. Wo ist der Gstaadter Daniel? Ist da, dann fehlt uns aber nur der Platz 3, der Schönfelder Kenny. Okay, ich habe gehört, der Kenny ist schon weg. Und dann haben wir den Sieger, der Unglaube Max vom WSV 1923 Bad Freienwalde, Abräumer des Wochenendes. Herzlichen Glückwunsch! Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Jungs. Tolle Leistung auch an alle Platzierten. War ein super Wettkampf von euch. Und wir freuen uns, euch mal wieder in Berchtesgaden begrüßen zu dürfen und wünschen euch noch eine tolle weitere Saison.